Das Kabinett des Dr. Caligari ist ein ganz wichtiger Film der deutschen Filmgeschichte und der internationalen Filmgeschichte und auch natürlich weltbekannt als expressionistisches Werk. Und einen solchen Film zu restaurieren und dem Publikum in der neuen Fassung wieder zugänglich zu machen, braucht einen besonderen Ort. Und die Berlinale als internationales Filmfestival ist natürlich ein wunderbares Schaufenster, um einen solchen Film einem großen Publikum vorzuführen. Filmbestand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, der sich ja im Wesentlichen auf 35mm Material befindet, kann für die Zukunft nur gesichert werden, wenn diese Bestände digitalisiert werden. Und das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Das heißt, wir haben großen Zeitdruck, dieses Material zu digitalisieren, und die nötigen Mittel dafür können nur von der öffentlichen Hand oder von privaten Unterstützern kommen. Die Stiftung alleine kann dies nicht mehr finanzieren.